Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu Ride 2. Heute gehen wir nach Japan, und zwar zum Kanto-Tempel. Dort fahren wir auf der gesamten Rennstrecke mit unserem KTM-Motorrad. Ja, und ich hoffe, dass wir hier jetzt ein bisschen erfolgreicher bzw. konkurrenzfähiger sind als bei den Rennen, wo wir gegen Leute fahren mussten, die wesentlich mehr Performance-Punkte hatten. Danach bin ich auch noch ein Rennen in Manikur kurz gefahren und da habe ich 58 Credits gewonnen. Das war sehr, sehr cool. Ich wurde auf der Geraden abgeschossen, aber ansonsten merke ich auch, dass das Teil nicht ganz so konkurrenzfähig ist. Zumindest auf den Geraden nicht. Und das Ding ist, wenn du ein etwas langsameres Bike hast, dann hast du auf extrem vielen Strecken viele Vollgasfahrten. Und wenn das Teil bei Vollgasfahrten nicht so stark ist, da kann man sich halt vorstellen, was da los ist. So, heute picken wir uns mal bei den Rennoptionen so ein bisschen was raus, womit wir das alles ein bisschen schwerer machen. Kriegen am Ende noch ein paar Bonus-XP, Credits meine ich. Ja, unter anderem werde ich manuell ducken. Da muss ich halt immer Dreieck dann entsprechend dazu drücken. Und ich hoffe, dass das ganz gut geht. Und dass wir hier schön viele Credits gewinnen. Wenn ich nicht abgeschossen werde, haben wir auch eine Chance aufs Podium. Und das wäre natürlich super. Die Strecke ist etwas kurvenreicher, deswegen habe ich sie mir auch rausgepickt. Und ich habe mir halt auch gedacht, Japan, warum nicht? Ist vielleicht auch mal ganz schön. Ja, und ich habe auch natürlich ein paar Kommentare jetzt schon gelesen. Einige Motorradwünsche gibt's, aber da müssen wir uns auf jeden Fall so ein bisschen an der Karriere orientieren, denn ich kann jetzt mit 3000 Credits schlecht irgendwie alle möglichen Motorräder mir beschaffen, die ich mir gerade wünsche. Ich werde am Anfang auf jeden Fall ein bisschen zielorientiert hinsichtlich der Karriere handeln und danach können wir immer zwischenzeitlich gerne mal ein paar neue Bikes hier erleben. Aber ihr seht, in den Kurven sind wir sehr stark dabei. Deswegen finde ich die Strecke auch so cool. Ja, und außerdem natürlich als Kommentar zu lesen, das habe ich auch schon ein bisschen bei Valentino Rossi The Game selbst kritisiert, ist, dass der Sound nicht so hundertprozentig kernig ist. Also, was den Sound angeht, da geht es auf jeden Fall bedeutend besser. Und das ist ein Kritikpunkt, den kann man genauso stehen lassen. Den rechne ich aber auch Gran Turismo zum Beispiel zu. Also, deswegen passt der Begriff Gran Turismo für Motorsportfans, für Motorradfans immer noch perfekt. Ja, genauso wie die Kritik ein bisschen an der KI. Auch die ist in Gran Turismo nicht gut. Nur halt auf eine andere Art und Weise, aber egal. Beide Games kann man genießen. Mit beiden Games kann man Spaß haben. Und hoffentlich haben wir hier auf der Geraden mal ein bisschen Spaß. Oder sehen wir jetzt tatsächlich, jawohl, da sehen wir die Dominanz der anderen Motorräder. Ich halte mich hier ein bisschen weiter außen. Das sieht aber sehr gut aus. Das ist tatsächlich die erste Strecke, auf der ich hier konkurrieren kann. In Manikur zum Beispiel konnte ich es nicht. Und ihr wisst, dass ich diese Strecke kenne. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich die liebe. Und auf jeder Strecke, die ich sehr liebe, bin ich eigentlich extrem konkurrenzfähig. Wenn ich es gerade nicht massiv versemmel. Oh mein Gott. Ganz leicht über den Bürgersteig hier gefahren. Es reicht aber, um dich aus der Bahn zu werfen. Okay, die erste Runde ist noch nicht zu Ende. Okay, jetzt habe ich mich wieder geduckt. Zwischenzeitlich musste ich da ein bisschen korrigieren. So, und der eine ist wirklich auf und davon.
Da haben wir kaum noch eine Chance. Jetzt beginnt Runde 2. Ich muss mal schauen, dass ich da eventuell näher komme. Yo. Takahashi, nur weil es dein Heimrennen ist, heißt es nicht, dass du dich hier so weit raustragen lassen darfst, dass du wieder gegen uns knallst. Jetzt kommt wieder der kurvige Teil der Strecke. Da fühlen wir uns ganz wohl. Aber sobald hier ein bisschen beschleunigt werden muss, zeigen sich wieder die Defizite der KTM. Hier muss ich zum Beispiel gar nicht mal bremsen, das ist perfekt. So, und hier muss man es tatsächlich. Beziehungsweise wäre es ratsam, es zu tun. Ja, der Abstand nach hinten ist extrem gewachsen. Nach vorne schließen wir auf. 4,2 Sekunden, aber auch nicht so stark, wie ich es mir erhofft hätte. Aber der Vorsprung von uns beträgt jetzt schon 3,5 Sekunden zum hinterherfahrenden Motorrad. Yo, wenn wir mit dem Bike jetzt den zweiten Platz holen, das wäre natürlich super. Jetzt kommt wieder die Geradeauspassage, jetzt verlieren wir 3,5 Sekunden schätzungsweise wieder. Ich habe hier durch die letzte Runde natürlich ein bisschen was dazugelernt, sagt er und fuhr eine extrem schwache Linie. Außer in diesem S. Nee, aber bei den restlichen Teilen, da weiß ich schon eventuell, wo ich noch ein bisschen mehr kann, wo die Ideallinie aber nicht will oder nicht signalisieren will, dass ich da auf jeden Fall mehr könnte. Zum Beispiel da beim Linksknick jetzt. Sowas kann ja immer sehr gefährlich ausgehen, wenn du die Strecke kaum kennst und dann irgendeine Passage falsch im Kopf hast. Ja, bis jetzt geht das gut und der Vorsprung wächst weiter. Oder er ist zumindest recht konstant geblieben und der Rückstand nach vorne, der ist wahrscheinlich angestiegen, aber nicht so deutlich. Ja, wobei, wir sehen ihn nicht mehr. Insofern, man kann es nicht beurteilen. Aber ich schätze mal von dem Abstand nach hinten aus, dass wir gar nicht mal so schlecht unterwegs sind. Ja, okay, gut. 10,5 Sekunden. Was fährt der denn bitte? Oder was hat der Typ genommen? Das wäre auch eine gute Frage. Ich möchte auf jeden Fall das Teil, was er auch fährt. Da kann ich auch in den 570-Punkte-Regionen wahrscheinlich noch mithalten. ...11,1 Sekunden. Also auch wenn es in die Kurvenregion geht, hat er hier Vorteile. Das ist ja unfassbar. Ja, aber ich muss sagen, wenn man sich die Umgebung anschaut, jetzt mal nicht von der optischen Qualität, von der grafischen Qualität gesprochen, sondern vom Art-Design. Also ich finde es ganz nett. Gerade eben die ganzen Bambusstangen, die wir hatten. Überall ein paar kleine Details. Ich finde, das ist schon recht stimmig hier in Japan. Ist aber auch passend zum kommenden Formel-1-Wochenende jetzt. Zum aktuellen, eher gesagt. Das kommt ja jetzt am Samstag. Und ich habe, glaube ich, auf den Geraden vergessen, mich zu ducken.
Ja gut, so ein bisschen kann man auch den Wind natürlich mitnehmen. Sekunden und das, obwohl ich mich nicht geduckt hatte. Yo! Okay, nicht so sehr auf die Curbs gehen. Ja, und auch hier ist die Aussicht ziemlich, ziemlich cool. Ich war ja letztens bei einem Formel 1 Rennwochenende in Spa. Und der Weg dahin war megamäßig cool. Also da ist es durch so verschiedene Regionen gegangen. Da war es ähnlich idyllisch wie hier, sogar noch idyllischer, würde ich fast sagen. Also, wo wir da teilweise vorbeigefahren sind, es war so unfassbar schön, alles anzuschauen. Ich finde es halt echt schade bei Motorrädern, dass... Also wenn du Auto fährst zum Beispiel, dann bist du erstmal safe. Recht safe, sagen wir mal, aber wenn du irgendwie Motorrad fährst, ist es egal, ob du jetzt einen Fehler machst oder ob irgendjemand anderes einen Fehler macht, dass du dann eigentlich der Leidtragende per se bist. Weil im Auto hast du schon wesentlich mehr Sicherheit, aber hier, da braucht nur einer mal irgendwie beim Abbiegen den Blinker zu vergessen und dann übersiehst du es und dann plötzlich, ja, fährst du nicht mehr Motorrad. Ist ein bisschen doof natürlich, aber ansonsten würde ich auch easy peasy über die oder durch die Wälder eher cruisen. So, und es sieht so aus, als würden wir tatsächlich den zweiten Platz nach Hause bringen können. Und jetzt bitte, bitte, gib mir mal ein paar schöne Credits. Jetzt sag nicht, okay, 58 oder so, sondern ich möchte auch mal ein bisschen mehr hier sehen. Jetzt kommt Zaster ins Haus. 1000, immerhin, 1170 ist immerhin was. Also kann man was mit anfangen. Und ich würde sagen, wir holen uns auf jeden Fall irgendein Tuning-Upgrade. Der vor uns hat sogar nur 332 Leistungspunkte. Die Frage ist natürlich, wie kann man zum Beispiel viel Kohle erzielen? Weiß ich jetzt halt auch nicht genau. Ich würde sagen, wir schauen mal zum Beispiel bei den täglichen Challenges. Da gibt es unter anderem Token zu gewinnen. Habe ich gesehen. Das wäre natürlich super, wenn man mit Token irgendwie Autos... ihr wisst, was ich meine. Motorräder freischalten kann. So. Meine Bikes, ganz kurz. Garage. Ach, ich könnte da auf Anpassen gehen. Egal. Na, jetzt bin ich auf meinen Rider gegangen. Ja, ich muss mich so ein bisschen noch dran gewöhnen, tatsächlich. Die Menüführung ist... ein bisschen komisch. So. Motor. Das kostet 4500 und würde uns 12 zusätzliche PS beschaffen. Das wäre natürlich ein perfektes Upgrade für uns. Elektronisches Steuergerät kostet 300. Das schafft uns aber auch nur 1,4 PS. Luftfilter. Ja, gibt es auch ein paar Punkte auf jeden Fall dazu. Okay, machen wir mal. 200 Credits. Auspuff. So, und hier kann man sich das optisch schönere aussuchen. Ich finde das hier ein bisschen schöner. Auch weil das Logo halt farblich tendenziell mehr zum Bike passt. Hochleistungsöl. 75 PS hätten wir damit. Ja, sehr gut. Also es geht auf jeden Fall mal bergauf. Elektronisches Steuergerät auch nochmal ein bisschen erhöhen. So, und was machen wir noch hier? Übertragung. Das Drehmoment erhöht sich. Ja, für 50 Credits kann man das auf jeden Fall mal machen. Mehr Drehmoment ist auf jeden Fall ziemlich gut. So, das Renngetriebe. Damit könntest du natürlich die Gänge perfekt anpassen. Brauche ich jetzt tatsächlich nicht so wirklich. Und was haben wir hier? Der Quickshifter. Oh. Ja, okay, das wäre natürlich super, wenn man hier viel besser schalten könnte. Wenn das alles so ein bisschen flotter vorangeht, das wäre natürlich schon sehr, sehr geil.
So, ansonsten Bremsen, Federung, Räder. Ich würde einfach am liebsten irgendwie die Verkleidung abnehmen oder so. Kann man das vielleicht beim Aussehen machen? Zum Beispiel sagen, okay, Leute, ich möchte keine Verkleidung mehr haben. Moment, jetzt interessiert mich das, ob das optische Tuning auch einen Einfluss auf die Performance hat. Nee, hat's nicht. Finde ich einerseits ziemlich cool, weil wir kennen das alle. Du willst irgendwie dein Lieblingsteil installieren, aber das ist irgendwie bedeutend langsamer als andere Teile, die du installieren könntest. Und dann denkst du dir, ja, okay, dann lasse ich lieber mal sein, weil ich möchte auch das schnellstmögliche Fahrzeug haben. So wird dir halt natürlich die Möglichkeit gegeben, dass du auch sagst, okay, ich pick mir das raus, was mir optisch am besten gefällt, auch wenn es vielleicht aerodynamisch oder so nicht die beste Alternative ist. So, dann würde ich sagen, nochmal kurz zu den schnellen Modi, schnelles Rennen. Diesmal fahren wir eine Runde und testen mal unser frisch getuntes 350-Punkte-Bike. Und zwar, wo genau, testen wir das mal. Na, vielleicht in Donington? Ah ne, Donington hat zwei recht lange Geraden. Startziel und dann nochmal quasi die Gerade vor der... Ihr wisst, welche Gerade ich meine. So, Monza ist natürlich die perfekte Nicht-Vollgas-Strecke. So, ich nehme irgendwas, was ich nicht kenne. Deswegen nehmen wir mal Sportsland Sugo. Damit sind wir jetzt mit einer schönen Japan-Tour unterwegs gewesen. Fahren aber auch, würde ich nur sagen, jetzt eine Runde. Und schau mal. Let's do it. Jetzt gibt's einen Rennsieg. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, eigentlich nicht, aber ich hoffe es auf jeden Fall, natürlich. Ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen spielen und ein paar Credits rausspielen. Denn ich möchte natürlich auch, dass es möglichst schnell vorangeht und dass wir möglichst flott auch ein paar neue Bikes bekommen. Deswegen, ich werde das jetzt nicht... Also ich wusste jetzt nicht vor dieser Folge, dass wir jetzt teilweise so schleppend vorankommen mit diesem Motorrad. Aber da werde ich mir auf jeden Fall ein Bike schnappen, mit dem wir irgendwie in der World Tour ein bisschen schneller vorankommen können. Das einfach perfekt auf seine Serie zugeschnitten ist. Und dann kommst du auch super schnell voran. So, mal gucken. Was haben wir hier alles? Ja, die Besten haben nur 9 Leistungspunkte mehr als wir. Aber das sind auch echt viele Yamahas, die da... Alter Schwede, 357 Punkte haben. Das ist quasi die Hälfte des Fahrerfeldes. Egal, wir haben zusätzliche Motorpower. Na komm schon. Und wir haben Drehmoment. Das bringt uns vor allem bei niedrigen Geschwindigkeiten etwas. Wir sind einfach in den Kurven die verdammt nochmal besten hier. Okay, die Strecke sieht so ein bisschen aus, als wäre sie noch kurvenreicher als die von eben. Boah, ich nutze hier auch die Curbs voll aus gerade. Das Interessante ist ja, die meisten Curbs sind gar nicht mal so gefährlich, wie man das jetzt denken würde. Die meisten sind einfach nur noch mittlerweile aufgemalt und das sind keine Rillen mehr. Also einige zumindest. Sondern es sind einfach nur... Es ist einfach nur der Boden quasi nochmal oder der Asphalt nochmal angesprüht mit Farbe. Ist natürlich ein Ticken rutschiger, aber insgesamt ist diese Gefahr der Unebenheit nicht mehr gegeben. Und wir haben hier tatsächlich wieder eine Chance, aufs Podium zu kommen. Oh, zwei Überholmanöver beim Anbremsen. Ich gebe zu, das zweite war nicht so sauber. Ah, stimmt, ich habe mich gerade die ganze Zeit nicht geduckt auf der Geraden. Das ist natürlich blöd, wenn du dir ein Leistungsupgrade holst. Oder mehrere sogar und dich dann nicht duckst. Wir merken, dass wir ein bisschen langsamer wieder sind.
So ein Ticken könnte man tatsächlich den letzten Gang noch höher stellen, länger übersetzen. Aber insgesamt passt das. Und wir holen uns wieder 800 Credits nach Hause. Okay, Leute, ich würde sagen, ich werde jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen noch rumfahren und werde da ein bisschen noch tunen. Ansonsten, für kurvige Strecken ist dieses Bike perfekt geeignet. Allerdings muss man natürlich schauen, dass man hier vor allem bei langsameren Motorrädern immer so ein bisschen auch die Höchstgeschwindigkeit mit einfließen lassen muss, denn zum Beispiel in Monza, da hast du jetzt einen viel höheren Vollgasanteil mit einem langsamen Motorrad als mit einem schnellen, weil die Vollgaspassagen mit dem schnellen viel schneller erledigt sind, die Kurven relativ zu den Vollgaspassagen aber nicht ganz so viel schneller erledigt sind. Also die Kurvenlage bei schnellen Motorrädern, die ist so viel schneller, dass du ein bisschen schneller durch die Kurven kommst oder also relativ dazu, wie du auf den Geraden wegkommst. So ungefähr, also ich hoffe, man versteht, was ich meine auf jeden Fall. Aber da muss man halt natürlich aufpassen bei langsamen Bikes. Ansonsten werden wir uns dann entsprechend ein neues zulegen, denn so cool die KTM auch ist, so sehr sie mir am Anfang gefallen hat, wir müssen auch natürlich so ein bisschen auf die Karriere gucken. Und dort soll es auch vorangehen. Also, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Ride 2. Bis dahin, lasst ein Däumchen nach oben da. Haut rein!